Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Beginnings. Wir sind jetzt wieder vom Zaun, da jetzt neue Gegner auftauchen können. Habe ich den Part schon mal begonnen. Hoffen wir, dass wir nicht wieder in einen dieser unglaublich starken Elefanten rennen. Oh, die sind übel. Was musste der mich erledigen? Ich werde jetzt gleich mal nach rechts gehen. Oh, das ist nur ein Alligator zum Glück. Da ich links nichts gesehen habe. Er ist langsam näher gekommen. Och nö, es ist warum? Noch näher? Du bist ja wie ein Tomboy gerade. Zum Glück geben die wirklich viele Erfahrungspunkte hier, die Tiere. Und wahrscheinlich werden die nächsten Level-Ups nicht lange dauern. Ich schätze, dass wir nur noch einen weiteren brauchen. Okay, wir müssen eindeutig doch nach links gehen. Da wir hier nicht sonst an den Bäumen vorbeikommen. Dann schauen wir mal. Hier waren die Häschen. Wir hier etwas finden. Genau, ich wollte gucken, ob ich hier rein kann. Sieht nicht danach aus. Nee, wir können uns auch den Zaun nicht angucken. Wir sind eindeutig die Tiere ausgebrochen, wie wir sehen. Die Häschen sind nicht ausgebrochen. Also bis jetzt habe ich noch nichts entdeckt, was die Tiere hier so wahnsinnig gemacht hat. Aha, hier sind die Affen. Es sind ein paar Hyänen. Drei, wenn ich mich richtig zähle, ja. Das wird allerdings wahrscheinlich kein Problem sein, weil die meisten von denen wieder grinsen werden. Oder einfach wegrennen. Ich hätte eigentlich schon gern Level 9. Wäre schön. Hier sind die Affen. Kann ich sie checken? Kann ich mit ihnen reden? Nein. Hab bis jetzt noch nichts entdeckt, was an diesem Zoo verkehrt ist, bis auf die Tatsache, dass die Hyänen Feiglinge sind. Und die Elefanten super stark. Oh, sieh mal eine an, eine beißt mich. Zweite auch, ihr seid ja richtig mutig. Pff, ich finde das zu witzig. Tut mir nicht zu weh. Ich muss doch gegen die Elefanten noch eine Chance haben. Gott, die sind schnell. Ich frag mich, warum die manchmal nicht wegrennen können, wenn die so schnell sind. Also finde ich, die sehen ganz schön creepy aus, als ob die voll blutig sind. Beiß mich nicht die ganze Zeit. Lass mal schön Ruhe. Gut, dass wir die neue Waffe gekauft haben. Ansonsten wird es hier alles noch übler sein. Oh, die Hyäna CD ist richtig stark gerade. Richtig mutig. Jetzt nicht mehr, ja. Nach den Hyänen kriegen wir bestimmt das Level 9. Vielleicht werden die dann auch ein paar One-Shots hier. Wäre schön. Jawohl. 3 plus 2. Oh, Speed plus 3. Vielleicht sind wir da schneller als die Hyänen. 6 plus 3. Force plus 3. Ah, Maximum HP. Dann werde ich gleich mal heilen. Oh, schön. Schade, dass wir jetzt nirgendwo einen Heiler haben, um sie besser zu machen. So, Life-Up für uns. Jetzt haben wir 70 HP. Mich, ob wir hier unten irgendwas finden. Ich denke ja irgendwie, dass wir mehr in den Norden müssen. Ein Alligator. Vielleicht werden wir auch Level 10 in diesem Zoo. Das würde mir gefallen. Wieso bist du nicht langsam näher gekommen? Ach ja, die Alligatoren haben schon ein bisschen Power. Leider noch keine One-Shots hier. Da sind wir nicht stark genug zu. Ich werde mich mal im Norden vom Zoo umschauen. Gut, die Encounter Rate ist aber auch wirklich unglaublich hoch in diesem Spiel. Six Damage. Wenn wir auf 50 runter sind, wird es wahrscheinlich wieder Zeit zu heilen. Das wird wahrscheinlich früher passieren, als mir lieb ist. Also 30 HP pro Heilung und bei 70 ungefähr HP. Wie gesagt, die XP gehen jetzt wirklich in die Höhe. Life up. Ich bin richtig überrascht, dass es so ein richtiges Arpic auf dem NES gibt. Hey, ich kann ja schneller laufen. Wenn ich das gewusst hätte. Oder hatte ich das schon rausgefunden und vollkommen vergessen. Der sieht stark aus. Machen wir erstmal einen Schlag und... Oh ja, der ist stark. Also dann... Defense up.
Oh, das tut wenigstens die Hälfte. Jetzt hoffe ich, dass wir den wenigstens auch mal treffen. 22 Damage. Ach, schön. Wenigstens etwas. Noch eine Attacke. Okay, der ist nicht ganz so stark wie der Elefant. Oh, was haben wir gelernt? Soll ich mal gucken, was wir haben. Defense down. Ah, jetzt können wir die Gegner auch schwächen. Oh, zwei Legatoren. Ich denke ja aber eigentlich, dass wir die jetzt schaffen, ohne uns Spites benutzen. Das möchte ich lieber benutzen, mich zu heilen. 7. Das ist doch so klar gewesen. Musstest du jetzt einen Smash-Hit machen? Egal, den kriegen wir jetzt tot. Oder ja, ruhig. Okay, jetzt muss ich aber heilen. Weil wenn der nochmal einen Smash-Hit macht, dann war's das. Warum müssen die auch immer Smash-Hits machen? Die hauen auch unglaublich rein, die Smash-Hits. Die haben bestimmt um die, ich würde sagen, 30 HP hier. Ich gibt's hier keine Bossgegner. Die normalen Gegner sind schon übel genug. Und wieder heilen. So, hier ist nichts. Dann schauen wir uns weiter um. Hier sind die Panda-Bären. Hier sind wieder Tiere ausgebrochen. Hier kommen wir hier. Irgendwas müssen wir doch entdecken. Vielleicht müssen wir doch in den Süden. Oh, gerade wollte ich nach links gehen. Was? Fliegen? Wo sind die anderen? Sind hier noch andere? Okay. Wo ist der Rest gewesen? Hier sind die Häschen. Ich schaue mich, wie gesagt, hier nochmal links um, komplett. Aber es sieht doch stark danach aus, dass wir rechts was finden müssen. Ein paar Hyänen, ja. Drei Stück, die sollten eigentlich kein Problem sein. Wir haben leider nur noch drei Heilungen, sehe ich. Und ich habe vergessen, im Podunk Essen zu kaufen. Oh, nice. Ja, 30 HP circa. Pff, beide grinsen und versuchen damit davon zu kommen. Die beißt mich. Huch, wieso war das eben so schwach? Wir haben doch noch gar kein Level-Up gehabt, oder? Oder doch? Ja, super, sie sind immer noch schneller als wir. Das ist immer blöd, wenn man langsam ist. Wir sind hier immer noch allein. Ich will endlich mal den zweiten Partner haben. Ja, vielen Dank auch. Komm schon. 25. Wenn wir das nächste Mal einen Elefanten sehen, sollte ich vielleicht lieber davonlaufen. Mit den Tigern komme ich zurecht, denke ich. Aber die Elefanten haben unglaublich viele HP auch noch. Level 10 wäre nice. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal am rechten Ort um. Da ging es ja nochmal nach unten, wenn ich mich richtig entsinne. Da bei den Affen. Ein einziger Alligator. Dich kriegen wir doch hin. Ich glaube, wir haben jetzt alle Gegner hier gesehen. Musste das jetzt sein? Es musste sein. Nächstes Mal versucht er nicht langsam voranzukommen. Level 10 und dann haben wir bestimmt One-Shots. Gut, die Spy-Kraft, Life-Up. Einfach nur Leben hoch auf Deutsch. Etwas schneller. Hier sind die Panda-Bären. Da sind Flamingos und so, bei denen waren wir noch nicht. Ein paar Hyänen. Mal sehen, was ihr dreimal wieder so vorhabt. Ouchi. Das hat ja kaum wehgetan. Tja, ich vermisse irgendwie die Mr. Betty's jetzt schon. Mal sehen, ob gleich eine wieder nur grinst.
Ja, also gerade seid ihr aktiv. Ja. Ihr seid wirklich aktiv. Also dann. Wir kriegen das hin. Das ist wirklich kein leichtes Spiel, muss ich zugeben. Und es könnte wirklich sein, dass ich ab und zu mal... Jetzt machst du einen Smash-Hit. Ein paar extra Laufwege ab, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich besser, wenn wir mal jemanden zweiten in der Party haben und das nicht mehr ganz allein hier machen müssen. Aber auch im ersten ist man im zweiten Wasser, also im Earthbound, dann ist man am Anfang ganz schön lange alleine, muss ich zugeben. Das dauert ewig, bis der zweite Partner dazukommt. Du hast gewonnen. So, hier runter. Ja, da geht's noch lang. Es ist einer der Tiger. Da er ja zwei Attacken ausgereicht haben, versuche ich mal seine Attacke durchzuhalten. Oh nein! Der kann Doppelschlag. Das war doch so klar. Bitte tu nicht nochmal zuschlagen. Doch. Ich gehe jetzt auf volles Risiko. Oh Mann. Aber jetzt muss ich mich gleich zweimal heilen. Oh, wenigstens das. So kann der denn Doppelschlag. Ich hoffe, wir sind jetzt stark genug, um die ganzen anderen Tiere zu one-shotten. Halt, ich muss aufs Spy gehen. Life up. Und nochmal. Ach, jetzt sind wir auf eine Heilung runter. Nur wegen diesem Tiger. Oh ne, ich kämpfe nicht gegen dich. Tut mir leid, du bist mir zu stark. Tut mir leid, Elefant. Ich will dich nicht beruhigen. Mit deiner Heilung muss ich wirklich aufpassen. Aha, da ist ein Schild. Das können wir doch bestimmt lesen. Kein Elefant, habe ich gesagt. Gut, die scheinen relativ lahm zu sein, die Elefanten. Gut, gegen die Hyänen kann ich kämpfen. Kann ich auch rausfinden, ob wir die jetzt one-shotten können. Hier, meine Katze ist wohl auf meinem Schoß eingeschlafen. Ja, sehr gut. Wenn ich jetzt jedenfalls Glück habe und die alle das machen. Besonders stark seid ihr zum Glück nicht. Jo. Ah, Clara wacht auf und tut sich ihre Krallen in meine Beine. Ich denke, die Alligatoren können wir damit dann auch one-shotten. Weil wir jetzt gut 5 mehr Schaden machen. Okay, was steht denn hier? Es ist der einzige seiner Art. Schaut euch den erstaunlichen singenden Affen an. Der ist aber nicht hier. Hier geht's noch weiter. Der Zoo scheint jetzt langsam mal leer zu Ende zu sein. Oh, hier ist ein Gebäude. Sieht aber nicht nach einem Gebäude aus, das man betreten kann. Ach, Elefant natürlich. Wann? Oh nö. Ich muss hier weg. Du, verdammt. Ich hab hier was entdeckt. Lass mich hier weg. Endlich. Mal schauen, ob ich da hinein kann. Check. City Zoo, Superintendent. Ich glaube, sowas wie der Aufseher Office. Da können wir hinein. Ich wollte nicht die Karte angucken eigentlich. Was ist das denn hier für eine unheimliche Musik? Hier ist ein Geschenk. Check. Es ist ein Seil drin. Wozu brauchen wir denn das? Schauen wir es uns mal an. Look. Seil. Benutze es, um den Gegner zu fesseln. Oh, okay. Aber die Musik hier ist ja grässlich. Ugh. Eine Ratte. Und wenn die Venusbouts sind, dann haben die unglaublich viele Smash-Hits drauf.
Na gut, wenigstens das haben wir jetzt hinbekommen. Hier ist noch ein Geschenk. Nur ein Centipede. Die waren ja schwach. Wie die langsam grüne Handschuhe gekriegt haben, die Farbe. Und der zweite. Nochmal an. Nochmal. Vielleicht kriegen wir auch noch klein. Gegner in dem Gebäude scheint kein so großes Problem zu sein. Check. Ein Antidot. Was habe ich jetzt eigentlich? Ich habe keinen Platz mehr, also sollte ich demnächst mal irgendwas benutzen. Leider kann ich bestimmte Sachen nicht wegwerfen. Gut. Wahrscheinlich gibt es ein... Nee, es gibt nicht in jedem Raum ein Item. Also, im Gegensatz zu draußen sind die Tiere hier ja relativ problemlos. Dafür werden wir auch weniger Erfahrungspunkte bekommen, was ein bisschen schade ist. Aber da wir nur noch eine Heilung jetzt übrig haben, ist mir das ganz recht. Ja, super. Die Heilung werde ich wahrscheinlich benutzen, wenn wir so auf 40 HP runter sind. Gut, schauen wir uns den nächsten an. Das war ein ganz schön großes Gebäude. Hier ist noch ein Geschenk. Mal gucken, was hier drin ist. Ich hoffe, ich kann es ansehen. Stan hat das Gerät geöffnet. Da war Brot. Kann nichts mehr. Ach, aber das kann ich dann gleich benutzen, um mich zu heilen. Ich werde die Slingshot wegwerfen. Weil hier ist nichts, wer der das braucht. Check. Da war Brot. Brot bekommen. So. Brot essen. 19 HP, nicht schlecht. Warum auch immer jemand Brot da reingetan hat. Zwei Reds, ja. Die haben vielleicht große Augen. Ja, sind jedenfalls One-Shots für uns. Auf jeden Fall haben sie jetzt keinen Smash-Hit gemacht. Wie gesagt, die Ratten oder Mäuse waren das, glaube ich. Aus Earthbound haben immer unglaublich viele Smash-Hits gemacht. Würde mich nicht wundern, wenn es bei denen genauso ist. Oder sind sie jetzt vielleicht in dem Spiel nett zu uns, nachdem wir den Horror von draußen erlebt haben, etwas leichtere Sachen im drinnen zu bekommen. Wir sind jetzt ganz oben. Ich hoffe mal, wir finden hier das Geheimnis. Die sehen beinahe aus, als ob sie Schädel haben als Köpfe. Diese Ratten. Wäre toll, wenn ihr nicht wieder ausweicht. Ich streiche mal die Katze, das beruhigt. Was? Die hat eben geflucht und jetzt haben wir weniger Angriffsstärke. Na super. Aber wir haben trotzdem noch ganz viel Schaden gemacht. Was zum... Ich gehe lieber erstmal in den anderen Raum. Ach ja, wieder eine Flay... diesmal sind es ein paar mehr, wie es scheint. Ihr macht nicht viel Schaden. Die sehen aus, als ob sie irgendwo dranhängen. Trotzdem sind ihre Augen hinten. Das sieht irgendwie krank aus. Wieso haben wir nur so wenig Schaden gemacht? Ist jetzt erst der Fight decreased? Gilt das für den nächsten Fight oder was? Fühlen wir uns jetzt nicht gut? Ich würde gerne in den nächsten Raum gehen. Mann, dieses ganze Rot an den Gegner, das sieht die ganze Zeit aus wie Blut. Ich finde das irgendwie voll gruselig. Hier ist noch ein Geschenk. Noch eine Ratte. Part wird auch gleich beendet. Vielleicht ist da noch ein Highlight-Item drin oder sowas. Das wäre jedenfalls nice. So, check. Life-Up-Cream. Das ist nice. Wir sind auf 61 Grad. Die Life-Up-Cream werde ich mir aufheben. Jetzt gehen wir hier rein. Und bevor wir das aber checken, beende ich den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.